Hallöchen und willkommen zurück zu Pokémon Kristall. So wie ich das sehe, hatten wir gerade die Pokéliga abgeschlossen. Ja genau, das sollte jetzt Part 28 sein. Das heißt, bis Part 27 werde ich wahrscheinlich nur auf eure Kommis antworten können und das nicht in Videos. Das tut mir dann in dem Fall furchtbar leid. Hallo Professor. Hallo Skyguy. Ich habe hier etwas für dich. Schaust du mal im Labor vorbei? Bis später. Ach, wie schön, ich stehe direkt daneben. Ja, und bitte nicht wundern, wenn ich... Ich habe das Gamepad nicht weiterhin eingespielt und deswegen bitte nicht wundern, wenn ich mal ab und zu gegen Wände laufe. Ich habe dich gerufen, weil ich dir etwas geben möchte. Es handelt sich um ein Bootsticket. Jetzt kannst du auch in Kanto Pokémon fangen. Ja, ich halte das Bootsticket. Ich steck's mir sonst wohin. Das Schiff legt in Oliviana City ab. Aber das weißt du ja schon, Skyguy. Schließlich bist du ja in deinen Pokémon dort viel herumgekommen. Bla bla bla. Überbringe Professor Eichenkanto will meine Grüße. Ja, kein Problem. Wir haben gerade das Pfingstwochenende. Ja. Hallo Slave 2. Von daher, relativ knapp hinter der letzten Aufnahmeperiode, Dingensbums, bla bla bla. Und wir werden jetzt nach Kanto reisen. Wie ich schon gesagt habe, wird das LP mit der Pokémon-Liga nicht aufhören. Und ich habe mich umentschieden, ich werde als letztes nicht die Pokéliga machen, sondern den... Heißt der Typ Rot? Rot-Blau, der da oben am Silberberg steht? Mir scheißegal. In Ordnung, dankeschön, bla bla bla, ich darf jetzt raus. Wir legen bald ab. Geh an Bord. Da, 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 da. Ich mag die Musik. Alter Opa. Komm runter. Entschuldigung, ich war in Eile. Meine Elfenlinge ist verschwunden. Sie ist doch so klein. Bitte sag ihr Bescheid, wenn du sie siehst. Ja, super. Dann, dann. Ich dachte, du suchst jetzt nicht weiter. Ba, ba, da, ba, ba, bidu, bidu. Hallo, Oppes. Bist du allein? Lasst uns kämpfen. Na, ich dachte schon so Priester-like, aber da wollen wir jetzt mal nicht allzu fies sein. Nicht wahr, Priester Theodor? Es tut mir übrigens furchtbar leid, wenn man zufällig das Radio im Hintergrund hören sollte. Mach das gleich mal aus. Boom. Domination. Ich muss mal kurz erforschen. Nee, ist nicht. Ich dachte, meine Mutter ist wiedergekommen. Naja, egal. Ich bin übrigens schrecklich müde heute. Frag mich nicht warum, ich habe 11,5 Stunden am Stück gepennt. Ich wüsste nicht, warum ich jetzt noch müde sein kann. Aber ich weiß, warum ich Level Up bin. Dann werde ich jetzt mal ganz kurz live in der Aufnahme mein Headset weglegen und das doofe Radio ausmachen. Dann komme ich natürlich auch wieder live in der Aufnahme hierhin. Ich schätze mal, die Musik wird jetzt für die 2, 3, 4, 5, 6 Sekunden etwas lauter gewesen sein. Aber ich glaube, das macht rein gar nichts. Hoffe ich jedenfalls. Wenn euch die Ohren weggeflogen sind, dann schreibt mir ein Kombi. Wenn das dann noch was, Dankeschön für mein Gamepad. Ist das meine? Ist das meine? Nein, es ist nicht meine. Ist da was drin? Dort reingucken. Hier gibt's nichts. Das ist schade. Der Typ steht davor, das heißt, das wird wahrscheinlich meine sein. Und das, was ich eben versucht hatte zu sagen, ist, von diesem Schiffslied wird es auch noch einen Remix von mir geben. Ich weiß noch nicht genau wann, den muss ich noch vollständig auscovern.
Ja, ich habe da noch ein paar Probleme mit der linken Hand, also. Dann wird's aufgenommen und irgendwann demnächst wird's dann auch hochgeladen, schätze ich jetzt einfach mal. Ich weiß ja nicht, wann ich dieses Video hier hochladen werde, von daher könnte es sein, dass auch erst in 2 Monaten passiert von heute aus gesehen. Also heute ist der Samstag, der 11.06. Pfingstwochenende. 4 Tage am Stück frei, ist das nicht toll? Endlich mal. Das letzte Wochenende, da durfte ich ja, hatte ich Donnerstag frei und durfte Freitag wieder in die Schule. Das ist natürlich toll. Und wie gesagt, ich bin hier immer noch am Pfingstwochenende. Also nicht wundern, wenn es erst in 2 Wochen, in 2 Monaten hochgeladen wird. Also nur mal so als Warnung, Info-Blub. Nein, er hat mir Schaden zugefügt. Wie konntest du? Dam, 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 dam. Na, die Flamme ist zu klein. Oh no, es ist Ohrnase. Warum ist hier keiner? Lame. Oh, hi, hier sind aber welche. Ach, Gen-Attacke. Und Attacke aufs Mikro natürlich. Warum nicht? Kann ja nur schaden, vor allem euren Ohren. Ja. Eisflug. Erdbeben von uns nicht. Und der Rest ist nicht so toll. Naja. Na, fast doppelt so hoch mit dem Level. Sollte reichen. Und wenn nicht, dann ist das peinlich. Genauso peinlich, wie es gerade ist, wenn mir jemand dabei zugucken würde, wie ich jetzt vor dem PC sitze. Dupdidu, wie spannend. Ja, es wird wahrscheinlich nicht ganz synchron sein und es wird wahrscheinlich auch relativ schief sein und es ist mir scheißegal. Oh, süß. Hab leider keinen Honig dabei, Putzi. Oh. Aber dafür kann ich dich aufnomsen. Oh, wie süß. Schmeckt sich ja ganz gut, so. Bär mit Honigüberzug. Oh, das wievielte Mal in den paar Minuten habe ich jetzt gegähnt? Das war jetzt, glaube ich, das 4. Mal. Respekt. Land unter! Quasi wortwörtlich. Nächster Gainer. Mann, ich habe den ganzen Tag bisher nur 3 oder 4 Mal gegähnt. Das habe ich jetzt in den 8 Minuten hier getoppt. Das kann doch nicht sein. Lag da nicht irgendwo mal ein Item irgendwo verloren in der Ecke rum? Oh, hallo. Ich kann meinen Enkeling irgendwo finden. Wenn sie an Bord ist, ist alles in Ordnung. Sie ist ein Energiebündel und könnte jemanden nerven. Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Ja, und natürlich wissen wir schon, beziehungsweise können wir uns schon vorstellen, genau wem das kleine Töchterlein um den Sack geht. Ach ja, der Wichser wieder, da ich deinen Kompagner befinde. Hey, könntest du mal nach meinem Kollegen suchen? Er faul ist irgendwo, dieser Mäßiggänger. Ich würde ihn selbst suchen, aber ich bin gerade im Dienst. Wow, was genau hast du hier zu tun? Tun? War das? Nein, war es nicht. Richtig, ich bin ein Matrose. Ich habe nicht gefaulenzt. Die Kabine war frei und darum habe ich ein Nickerchen gemacht. Was soll's? Lass uns kämpfen. Geronimo!
Oh ja. Sechster. Warum? Wenn ich zu müde sei, verflucht. Jeden Tag in der Schule geht das so los. Steh morgens um 7 auf. Und dann... Ja, Kaffee bringt bei mir nicht viel. Sondern ich nehme einen dreifachen Espresso, dann bin ich schön wach. Aber unter zweifach Espresso geht bei mir gar nicht. Frag mich warum, ich weiß es selber nicht. Dabei trinke ich fast nie Kaffee, das heißt, ich sollte mich eigentlich auch nicht an den Koffeinschub gewöhnt haben. Aber dafür kriege ich jetzt Kopfschmerzen. Ah. Es ist so hell. Ah. Bis vor 4 Stunden war das Roller auch noch runter. Oh, fein säuberlich von 1:30 bis 1:30 gepennt. Passt. Sweet. Ich war die Präsidentin, sweet. Nächster gerne. War alles meine Schuld. Ja, plötzlich so einsichtig, war. Als Matrose habe ich körperlich zu arbeiten. Das ist sehr anstrengend. Ja, dann verpiss dich nach unten zu deinem Kompadre, damit ich endlich weitermachen kann, du. Jetzt fiel mir die Beschimpfung nicht ein. Und tut's auch immer noch nicht. Was sagst du jetzt? Danke. Ich habe mit ihm geredet, er wird nicht mehr faulenzen. Ein kleines Mädchen? Ich glaube, sie ist vorbeigekommen. Oh mein Gott, ein Hinweis! Ein Hinweis, ein Hinweis! Ich bin seekrank. Ja, dann ist natürlich auch sehr schlau, auf ein Schiff zu gehen, wenn man seekrank ist. Ich glaube, ich mache gleich eine Pause und suche jetzt mal meine Heizung auf. Nom nom nom? Das ist eine Erniedrigung, gegen so ein schwaches Vieh überhaupt seine Attacke einzusetzen. So, drei. Und dann. Nächste Gena. Oh, wie spannend. Oh mein Gott, die Sonne kommt zwischen den Wolken durch. Ist ja auch mal was Angenehmes. Deswegen ist es auf einmal so stechend hell bei mir im Zimmer. Hoppala. War doch schon noch Surfer. Nächster. Ich kann mich nicht befehlen. Ja, leg dich hin oder stell dich gleich in den Mülleimer rein. Hey Dude, we gate. Ah. Erstmal fett in der Aufnahme meine Kabel hier sortieren. Ach, wie schön. Super vorbereitet mal wieder. Ich habe jetzt 1 Minute, um dieses nette Viech zu besiegen. Meine Ratte aufzunommen. Saturos Rattenbäscher. What? What? Sag mal hier, so weiße? Nee, geht gar nicht, Junge, ne? Nur so als Info. Überlebt einfach fett mein Noms. Ne, dafür wird's jetzt gefistet, aber sowas von. Na, Fisten ist sehr effektiv. Ja, weil wissen wir alle seit Minecraft mit der Ultimate Fist. Da wissen wir, dass Fisten alles auf einmal tötet. Ja, Niederlage, Pause machen, blabliblub. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao, Leute.